Ja, moin Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Grania Redux. Mit mir, dem Showbomber. Ja, beim letzten Mal haben wir, naja, wie soll ich sagen, nicht wirklich viel geschafft. Nun gut, so lange war die Aufnahme halt auch nicht, waren nur noch 2 Stunden im Endeffekt. Ja, wir haben festgestellt, die Dungeons, die optionalen, haben es echt in sich. Und naja. Mal gucken, vielleicht werde ich das Traumschloss am Ende dieser Aufnahme nochmal probieren, weil ich war ja nochmal in Silpeddin, auch eben gerade nochmal, weil ich kann ja hier nicht heilen und das habe ich eben nochmal gemacht. Ja, und wir haben jetzt auch wesentlich bessere Verteidigung in Silpeddin bekommen, ausrüstungsmäßig. Ja, und auf dem Weg nach Lane ist mir das Brina-Plateau durchquert und unter anderem neue Gegner besiegen. Ja, gucken wir mal, wie hart die sind. Also, ne, wir sind jetzt wieder in einem Dungeon, den wir durchqueren müssen. Also, es ist nicht optimal. Aber trotzdem haben sie ganz schön viel HP. Ne? 2000. Aber es sind, ja, wie soll ich sagen, Gegner in einem Schneegebirge. Sie sollten also relativ gut gegen Feuer finden. Ja, heute habe ich eigentlich nichts weiter vor und wow, also Feuer ist echt nicht schlecht. Zumindest was die normale Feuersäule schon anrichtet. Ja. Und gucken wir mal, wie wir hier so vorankommen. Aber so wie ich das gerade sehe hier, ne? Wow, Fina macht sogar noch mehr Schaden. Ja, trainieren wir hier mal ein bisschen Feuer, ne? Geht ja ganz gut. Gegner haben zwar, naja, sogar Bilder angegriffen, einmal 60, also ich schätze die jetzt mal nicht so hart ein. Na, man denkt, wir haben schon fast die Hälfte runter. Und Bilder tötet einfach mal so mit 2 Hits, was, 700? Das kann nicht sein. Muss noch die Feuersäule mit drin gewesen sein. Ja, machen wir gleich noch eine. Und ich nehme an, wir können den gesamten Dungeon nicht heilen, deswegen sollten wir zusehen. Möglichst. Ja, naja, nicht flott, aber wir sollten schon ein bisschen sparsam mit unseren Zauberpunkten. Auch wenn wir ein paar Zelte, meine ich, jetzt dabei haben. Justin müsste welche haben, glaube ich. Nein? Okay. Dann hat irgendwer anders welche. Ja, machen wir einfach nochmal, ne? Klappt ganz gut. Justin muss sowieso eigentlich nur noch ein bisschen Feuer lernen. Danach kann er sich auf Wind und Erde stürzen. Hat er eigentlich fast ausgelernt. Nee, ihm fehlt ja nur noch Drachensepp und Erdbeben. Und naja, mit Drachensepp könnten wir vielleicht schon eine sehr gute Chance gegen den Geist des Vaters haben. 100 Millionen Degrees, take that! Müssen wir mal gucken im Traumschloss. Habe ich eigentlich vor zu besiegen mit Milda, weil Milda ist eigentlich unser Powerhouse und naja, mit Guido, den wir später kriegen, stelle ich mir es nicht so leicht vor. Zumindest möchte ich es mit Milda nochmal probieren, da wir jetzt ja wesentlich bessere Verteidigung haben. Ich möchte allerdings halt noch bis Lane warten. Weil, naja, vielleicht kriegen wir irgendwo wirklich die Blitzamulette. Das wäre richtig nice. Dann hätten wir eine wesentlich bessere Chance gegen... Was? Der Typ hat einfach mal neue kreiert mit voller HP. Okay. Machen wir erstmal den da kalt, weil der will das auch machen. Ist nicht so nice. So, Justin, du machst den da alle. Bitte. Und da ist Web auch schon wieder tot. Schade. Wir haben einen recht starken Angriff, muss man sagen. Milda, komm. In die Hufe, bitte. Genau, die tötet den da. Dann macht Fina erstmal den da. Das sind alle. Ah, ihre Peitsche ist nicht gerade gut.
Aber jetzt nicht so gut gegen die Gegner. Die sollten auch heilen gleich mit Fina. Ihr wollt beide nur angreifen. Wenn das aber beides auf Fina geht, ist das ein bisschen schlecht. Wir machen mal das Lotus-Schwert. Ja, das auf Feuer basiert, sollte relativ gut gehen. Burn, baby, burn! Die Schneeschweine, schade. Ja, vor allem, wenn es ein Counter ist. Das ist schlecht. Fina, liebes, du heilst gleich erstmal mit alle Heil 2, würde ich sagen. Oder wir machen erstmal 1 lieber. Sollte für den Kampf reichen. So, Justin, machst bitte den da platt. Now you'll be okay. Und das Vermehren, das hat sich wohl geändert. Ich glaube, naja, der Schleim damals, wenn ihr euch noch erinnern konnte, der konnte... Diese Schneeschwein da im Weg. Ja, der Schleim, der konnte sich ja in Pumruinen viermal teilen. Also die blockieren ja echt die Schweine. Das ist ja nicht zu fassen, Alter. So, tötet dieses Schwein bitte. Oh, der Ente. So. Man kann Fina gleich nochmal heilen. Wenn wir den unserem Kollegen zusetzen. Und ja, die haben eine ganze Menge Gegenstände gedroppt. Mal sehen, was das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas zum Heilen ist. Oder na, zum Status einstellen. Weil die sind nicht rot. Wenn die Säcke rot werden, werden sie sehr viel wertvoller. Und tschüss. Naja, sind sie nicht mal alle auf Rap gegangen. Okay, wir haben Frisia bekommen. Oh, und da geht der Schluck auf wieder los. Ja, es ist Sonntagmorgen. Ich hatte gerade wieder schön ein schönes Frühstück gemacht, ne? Weil, ja, ne? Sonntags hat man wenigstens mal ordentlich Zeit dafür. So, dann gucken wir mal. Und heilen Web. Erstmal. Wie viele Zelte haben wir denn dabei? Haben wir überhaupt welche dabei? Ja, Melda 2, das ist sehr gut. Die heben wir uns aber noch auf. Wir beleben erstmal unsere Leute hier wieder. Justin, einmal Web und Fina nach den Heilzauber. So, und schon wieder ein Wasserlevel höher. Natürlich auch interessant. Na, so viel müssen wir nicht mehr trainieren. Justin muss hier was noch 2 Stufen lernen, damit er Drachensepp lernt und auch Erdbeben. Ist also eigentlich recht gediegen. Ja, recht ausgewogene Waffentechniken. Müsste eigentlich nicht viel machen. Ja, aber Fina sieht es nicht ähnlich aus, dass man so ein bisschen mehr noch trainieren muss, um Drachensepp zu lernen. Aber es wäre halt schon geil, wenn sie ihn zaubert. Der wird zwar wahrscheinlich irre teuer sein, aber damit hätten wir vielleicht eine Chance. Eine wirkliche Chance gegen den ja, Geist des Lords. Wenn er denn gegen Blitz sehr effektiv ist. Das habe ich noch nicht so wirklich herausprobieren können, weil er mich immer getötet hat. Naja. Ja, und der letzte Zauber, der wäre auch sehr interessant zu wissen. Web müsste eigentlich nur noch Feuer trainieren, dann lernt er nämlich schöne Angriffszauber mit Explosionen. Oh ja, die sind geil. Ja, zumindest der zweite. Dem hätten wir auch eine richtige Chance, weil das ungefähr der Flammschlag im Quadrat ist. Joa. Gucken wir mal. Sepp alle wird noch ein bisschen dauern, leider. Und Drachensepp lernt er gar nicht. Dafür ist der Einzige, der... Er ist wirklich der Einzige, der Baboom lernt. Das ist interessant. Das habe ich ja letztes Mal schon mal angesprochen. Lass mal sehen, was das so bringt. Ja, und Milder, ne? Was soll man dazu noch sagen? So, hier mit dem Geld. Und da oben sind, meine ich, wenn ich mich nicht irre, Schneeschweine. Oder Bergaffen, genau. Ich habe nicht wirklich Lust, gegen euch jetzt zu kämpfen. Aber die sind, meine ich, noch stärker. So. Hallo, Affen. Ja, das Plateau kann man eigentlich relativ schnell durchqueren, wenn man will. Das versuche ich auch eigentlich. Also es ist nicht so ein schlimmer Anschluss. Ich finde eigentlich relativ okay. Weil mit Feuerzauber kann man ja gut reinbrettern. So, die haben sogar weniger HP, die Bergaffen. Aber vielleicht sind die ein bisschen härter Verteidigung mäßig drauf.
lame. Ja, und ich habe ja jetzt auch die komplette erste CD abgeschlossen und hochgeladen. Ja, ich glaube, ich werde eine kleine Pause nämlich dazwischen machen, zwischen den zwei CDs, wie immer. Das heißt, wie immer, wie beim ersten Projekt eigentlich auch. Das heißt jetzt nicht, ich werde dazwischen andere Projekte hochladen, sondern ich werde einfach mal ein paar andere Videos wieder machen und erstmal ein bisschen, ja, Pause machen, erstmal ein bisschen rendern lassen, die PC. Ja. See my power. Es ist auf jeden Fall interessant, wie lang sich dieses Projekt strecken wird. Wenn man mal bedenkt, die erste CD hat jetzt fast 100 Parts. Also, das ist schon erschreckend, weil wenn ich mal bedenke, ich habe für das Originalspiel 105 Parts gebraucht, inklusive aller Dungeons. Also, das ist schon krass. Ich denke mal, wir werden hier noch eine Ecke verbringen. Aber es stört mich. Bis jetzt alles noch gediegen, bis auf die optionalen Dungeons. Und vielleicht die Desert Lords in der Zielwüste. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber 8000 HP, schnell wie Scheiße und stark wie, keine Ahnung, das ist wirklich krass. Da müssen wir nochmal gucken, was wir da machen. Okay. 100 Millionen Degrees, take that! Wir sind zusehends, dass wir uns beeilen. Oder das Fina gleich mal wieder eine ordentliche Portion heilt. Oh, oh, nicht auf Fina, bitte. Ah, Raptor kann das noch ab. Aber Fina, du heilst jetzt erstmal. Now you'll be okay. Vielleicht hätte ich alle heilen 2 machen sollen, bin mir nicht so sicher. 46 ist nämlich nicht die Welt. Oh, die Fets, das ist ganz schlecht. Vor allem, weil jetzt alle angreifen wollen. Ei. Oh, oh. Das sieht schlecht aus, Leute. Wir sollten fliehen. Definitiv. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, definitiv. Schnell! Okay, Milda ist tot. Schiete. Hoffentlich kann ich überhaupt noch fliehen. Ja. Das ist gut. Okay, die Affen sind stärker, als ich dachte. Das ist natürlich schlecht, weil das ist nicht das einzige Mal, dass wir diese Affen hier bekämpfen werden müssen. Vielleicht sollte ich gegen die Affen wirklich die deftigeren Zauber auspacken. Sepp alle oder Flammengeschoss und so. Gucken wir mal. Weil die sind doch schon eine Ecke stärker. Die Schneeschneine, die gingen ja noch. Die haben sich sogar vermehrt und es ging noch recht gediegen, aber... Oh, die Affen hier haben einen heftigen Angriff drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Resurrecten den Justin. Und dann kann er nämlich... Wobei... Jo, machen wir doch hier mit ihm. Einmal die Milda. Und Fina heilt, denke ich mal, wieder mit Level 1. Hm. Oh, geht aber auch schnell zur Neige. So. Probieren wir es nochmal. Hallo. Erstmal das Geld genommen. Vielleicht sollte ich auch einfach fliehen erstmal. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, fliehen erstmal. Weil wenn ich mal bedenke, Fliehen hat jetzt nur noch 55 Punkte schon in Level 1. Also, und da kommt noch eine ganze Ecke in diesem Dungeon. Dann würde ich sagen, ja, ziehen wir uns erstmal zurück und heben uns unsere Energie für den nächsten Gegner auf. Da kommt nämlich noch einiges. Es kommen auch natürlich wieder gemischte Gruppen mit Schneeaffen oder Bergaffen und Schneeschweinen. Hm, könnte auch interessant werden. So. Ja, es gibt ja noch einen anderen Weg. Gucken wir auch gleich mal. Genau, hier kommen wir nämlich schon zu dieser Eisfläche. Ach ja, die gute Eisfläche. Die mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil da sind ein ganzer Haufen von Gegnern auf dieser Fläche. Und da ist es sehr höchstwahrscheinlich, dass man mal in einen Hinterhalt gerät. Kommt man nicht drum rum. Leider. Hier sind meine ich auch noch Gegner.
Hallo. Ei, scheiße, das war schlecht. Ich habe Milda mal eben nicht geheilt. Könnte interessant werden. Okay, das geht auf mehrere. Oder? Nee, doch nicht. Geht nur auf jeweils einen. So, aber ich denke mal, Justin sollte eigentlich hier relativ... Naja, mehr oder weniger gut durchkommen. So, Raptor ist aber echt auch wenig Zauberpunkte, das muss man auch mal sagen. Here goes. Ha! Und wieso haben sich jetzt bei uns die Leute geheilt? Haben die spezielle Ausrüstung, die das kann? Ist natürlich interessant. 100 Millionen Degrees, take that! Sehr gut. Uiuiui. Die setzen uns aber auch ganz schön zu. Oh, bitte nicht Fina. Danke. So. Du heilst erstmal. Zwar volle Kalotte. Und du zeigst dir mal die harte Tour. Now you'll be okay. Hauptsache, ich vermehren sich nicht. Bin ich schon relativ zufrieden mit. Ja, ich habe keine Lust, gegen irgendwie 8 von den Viechern zu kämpfen. I'm gonna knock y'all down at once! Ha! Hurrah! Ja, umso stärker die Gegner auch werden, ne? Das erfordert immer mehr ja, Zauberpunkte und Spezialpunkte, um die wirklich zu besiegen. Das ist, ne? Ganz schön aufwendig. So, und holy moly, Fila, wie schnell bist du denn auf der Leiste gerade? Ja, du könntest mal die Feuerpeitsche versuchen. Sollte er relativ, na wohl. So stark war die jetzt auch nicht. Aber da sie Feuer besetzt ist, ja, geht das doch schon recht gut. So, Web macht ja schon das Flammengeschoss. Und ich sag, macht Milda den Rest? Vielleicht? Ja, und du machst noch... Oh mein Gott, die Zauberpunkte, die gehen schnell weg. Ich weiß jetzt nicht, was das Frisier bringt. Ich meine Zauberpunkte in Level 3. Aber auch noch nur wieder im Kampf. 100 Millionen Degrees, take that! Müssen wir uns gleich mal angucken. Oh, und tot. Das Flammengeschoss ist schon echt geil. Not bad, eh? West Nut? Was ist das denn? Okay. Gucken wir uns erstmal an, was wir da überhaupt so kriegen. Ach, war. Ich wünschte, dass man mal wieder so eine Mana die in der. Ja, Mana-Straße, dass man mal wieder genau die Items kriegt, die man braucht. Sprich. Ja, aber. Gut. Hier wären es eher so Zauberpunkte. Irgendwie so blaue Tränke oder so ganz gut. Aber so viele Gegenstände für Zauberpunkte habe ich jetzt auch nicht. So, was haben wir denn jetzt überhaupt bekommen? Ja. Plus ein Verteidigungslevel für die ganze Party. Ach so. West Trained Walnut. Ja, irgendeine Walnuss. Quasi einmal graben, umsonst. Ja, spart einem auch eine ganze Menge Zauberpunkte. Und das Frisier macht, genau, 20 Level 3. Nur im Kampf leider. Das ist scheiße. Aber gut, immerhin etwas. Ja. Heilen wir uns. Die Schneeschweine, die gehen ja echt noch, finde ich. Und die Affen, die haben echt einen harten Angriff. Auch wenn sie wenig haben, das ist, sollte man immer nie unterschätzen, wenn ein Gegner gleich weniger HP hat. Die können das mit ihren Angriffen ganz schön kompensieren. So, jetzt ist ganz schön geschlängelt hier. Aber hier kommen keine Gegner. Ach, du Heiliger. Ja. Deswegen mag ich diesen Bereich da nicht. Gehen wir erstmal links lang. Ich glaube, hier sind zwar noch Gegner, aber auch ein toller Gegenstand, wenn ich mich nicht irre. Komme ich an euch vorbei, ohne dass ihr ne, irgendwie ausrastet? Hallo, ihr seid schnell, ne, oder? Hallo, die sehen uns gar nicht. Okay, kommen die nicht weiter als dahin? Das ist natürlich interessant. Hallo? So. Yay, ich bin an ihnen vorbeigekommen. Nur jetzt die Frage, genau, hier ist nämlich ein Trank. Irgendwas musste hier noch sein. Was haben wir denn da Feines?
Oh, wie so eine Grabennuss. Naja. Hallo. Und tschüss. Mies. Ja. Ich glaube, an denen komme ich nicht gefahrlos vorbei. Hallo, Affen. Oh, Mann, ich will gegen die Affen nicht unbedingt kämpfen. Weil die sind halt sau stark. Hallo. Ha. Sonst müssen wir es irgendwie hier durchschaffen. Diese Eisfresser hasse ich wie die Pest. Ja, nicht zuletzt wegen der Gegner. Jo, aber das wird, glaube ich, ein dicker Hinterhalt. Jo, weil der hintere uns nämlich gekriegt hat. Und es sind reine Affen. Scheiße, keine Schneeschweine dabei. Okay. Nee, ich will erstmal gerne auf die Insel da, wo die Truhe war. Ja, ich flieh ziemlich oft, das könntet ihr mir jetzt vorhalten, aber... ich weiß nicht, Hinterhalt, ich kämpf lieber gezielt. Ne? Ich hab wirklich Respekt vor dieser CD. Weil die Gegner sind hier mal nicht eben, keine Ahnung. Also hier, naja, also... Wie hab ich das denn geschafft? Oh, Schuhe, sehr gut. Wow, okay. Plus was in Verteidigung, 10 Bewegung auch noch. Das ist schon deftig. So, ihr bleibt bitte alle hier auf dem Stein. nicht auf dem Gletscher laufen. Ja, erstmal heilen. Affen haben es ja immerhin schon ein bisschen geschafft. So, ja, Zauberpunkte gehen aus. Die Schuhe. Genau. Gucken wir mal bei Justin. Wow, krass. Also die brauche ich auf jeden Fall aufgrund der Bewegung. Naja, mal so gucken. Okay, Milda bräuchte auch ein bisschen mehr Bewegung. Aber die haben wir ja leider nur einmal, die Schuhe. So, jetzt müssen wir irgendwie über dieses Eis kommen. Und, naja, den richtigen Ausgang finden. Man sollte Richtung Kompass...